Mit der Pressekonferenz nach dem Spiel in der Verzahnungsrunde zwischen EV Lello Islanders und dem ESV Buchloe. Ergebnis ist bekannt, 6:3 Sieg für unsere Islanders und dafür erstmal einen dicken Applaus für unseren Trainer und an die Mannschaft. Wir begrüßen bei uns am Tisch natürlich auch den Gästetrainer vom ESV Buchloe, den Tobias Dollhofer. Herzlich willkommen bei uns in Lindau. Herr Dollhofer, zuletzt gab es ein 6:4 für Ihre Mannschaft gegen Erding, davor ein 4:3 nach Penalty gegen den Tabellenführer Waldkraiburg. Respekt dafür, heute am Bodensee hat es leider nicht gelangt für einen Sieg. Enttäuscht, hatten Sie mehr erwartet, weil Sie waren ja auch ganz nah dran beim 3:4 in der 34. Minute. Bitte Ihr Fazit zum Spiel. Ja, einen schönen guten Abend von mir an alle. Als erstes freut es mich mal, dass mein Kollege auch eine Fliege anhat, weil sonst bin ich immer der Einzige, der was für eine Fliege anhat. Super. Ja, also für uns ist es natürlich schade. Wir hatten uns natürlich viel vorgenommen heute fürs Spiel. Weiß ja jeder, dass wir sehr schlecht in diese Runde gestartet sind mit 5 Niederlagen, haben jetzt 2-mal gewinnen können. Allerdings war es bei uns auch schon so, dass wir letztes Wochenende gegen Waldkraiburg beide Spiele defensiv sehr, sehr gut gespielt haben. Am Freitag auch schon nicht. Da haben wir es aber wenigstens, oder nicht so richtig, da haben wir es aber wenigstens offensiv dann so gut hinbekommen, dass wir 6 Tore machen konnten, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Und heute, glaube ich, wäre für uns mehr drin gewesen, aber wir haben einfach dann in der Defensivbewegung zu viel Fehler gemacht. Lindau ist eine sehr clevere Mannschaft, offensiv eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und die haben eben diese Fehler dann auch ausgenutzt. Ich glaube, von den 6 Toren waren 2 bei eigener Überzahl für uns, 2 waren direkt vom Bulli weg. Und wenn du halt hier irgendwas holen willst, darfst du natürlich keine 6 Tore kassieren. Das ist dann schwer. Wie gesagt, Lindau hat das sehr gut gemacht. Gratulation zum Sieg. Und wir haben noch ein Wochenende und wir haben noch 2 Spiele. Die Chancen sind zwar jetzt nur noch relativ theoretisch, aber Derby wollen wir am Freitag in Landsberg natürlich sowieso gewinnen und Heimspiel auch. Also wir schauen, dass wir da 6 Punkte holen und dann schauen wir, was am Schluss rauskommt. Noch Frage, wie geht es denn früher? Wissen Sie da was? Ich weiß auch nichts Genaueres. Also die Sanitäter haben mir nur gesagt, dass er zum Röntgen und ins Krankenhaus gefahren ist. Aus dem Krankenhaus habe ich jetzt noch nichts gehört. Kann ich jetzt noch nichts sagen. Dankeschön. Hoffen wir natürlich, dass nichts Schlimmes ist. Ja, genau. Auf jeden Fall. Danke für die Ausführungen und ich gebe auch dann gleich weiter an unseren Coach. Ganz kurz zum Freitagsspiel. Ich war auch in Landsberg, habe mir das angeguckt. Ich habe also von meiner Seite her 30 Minuten kein so gutes Eishockey von Lindauer Seite gesehen. Dann haben sie Gas gegeben und ihr habt ja dann auch noch souverän mit 5:3 gewonnen. Das zum Freitag vielleicht ein, 2 Worte dazu und natürlich zum heutigen 6:3 Sieg, der natürlich gut tut. Ein dickes Punktewochenende und es sind einfach mal gespannt auf deine Ausführungen. Okay, erstmal guten Abend alle zusammen. Zum Freitag, zum Spiel, hat das eigentlich super analysiert. Wir haben die ersten 30 Minuten mit einem guten Spiel bekommen, bis die 2. Tore geschossen haben. Und dann sind wir wach geworden und wir haben das Spiel für uns zum Glück drehen können. In den letzten 30 Minuten und 3 Punkte geholt, die waren sehr, sehr wichtig für uns. Landsberg hat gut gespielt, aber am Ende hat es 30 Minuten halt gereicht. Leider, es wird nicht immer so sein. Und so heute, wir haben hier vorgenommen den ersten Drittel. Wir wollten sofort Druck ausüben. Im großen, im ganzen Großen ist es im ersten Drittel gut funktioniert. Viele, viele Chancen erarbeitet. Leider können wir nur die eine Tor, die ganze Tor da schießen. Hätten mehr daraus machen müssen. Aber im zweiten Drittel, ja, mein Kollege hat gesagt, dass wir eine clevere Mannschaft sind. Leider, clever ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn wir 10 Minuten aus 20 Minuten im zweiten Drittel in einem Kurbach sitzen, kennt jede Mannschaft, jeder Schlafen, wenn wir die ganze Zeit Überzahl sind. Und wir haben viel zu viel Straf genommen. Die haben einen starken Überzahl, die haben das alles gerade ausgenutzt. Und am Ende steht 14:3 in der zweiten Drittel. Wir sind völlig aus dem Konzept gekommen. Aber die Jungs haben das ein bisschen Ruhe reingebracht in die Spielpause da zwischen dem letzten zweiten und letzten Drittel. Und dann haben wir unser Spiel wieder im letzten Drittel gespielt und unsere Chancen wieder ausnutzen können. Und zum Glück halt zum 3
Punkte geführt und es war ein großes Wochenende für unsere Jungs. Ich bin stolz auf die Reaktion vom die letzte Wochenende, wo es nicht so gut war. Und ja, ich freue mich auf die nächste Wochenende. Super, danke. Vielen Dank, Kostin. Ja, wenn ich aktuell bei mir auf das Tablet schaue, führt Rhein-Greiburg, weil die haben heute gegen Landsberg mit 4-2 gewonnen, die Tabelle an mit 18 Punkten vor unserer Mannschaft. Mit 17 Punkten, dritter ist Landsberg, am vierten steht Erding mit 9 Punkten, dann kommt Miesbach mit 8 Punkten und Buchloe mit 5 Punkten und dann sind wir dann schon beim Stichpunkt. Letztes Wochenende, Sie haben es vorher gesagt, 2 Spiele, 1 auswärts, 1 daheim, 2 dicke Dinger. Wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg und dass vielleicht die Theorie ausreicht oder der Wunsch, dass es eben noch klappt mit der nächsten Runde. Und bei uns am Tisch ist natürlich auch der Thomas Bergert vom neuen RSA Radio. Dem möchte ich jetzt mal das Mikrofon geben, der hat auch die eine oder andere Frage. Na natürlich, Thomas. Vielen Dank, Dieter. Ja, du hast es vorhin gesagt, ihr habt euch selber aus dem Konzept gebracht, nach dem 4-1 bis zum 4-3 durch unglaublich viele Strafen. Am Anfang der Saison war das ja schon mal ein bisschen Manko, dann hast du das gut abstellen können. War das heute so ein kleiner Rückfall und muss man das am kommenden Wochenende unbedingt abstellen, den Spielen? Denn da nimmt man sich ja selber die Chance und aus meiner Sicht waren viele Strafen völlig unnötig heute und man hat sich selber in eine blöde Situation gebracht, die Gott sei Dank dann gut ausging. Aber ist das das, was am kommenden Wochenende unbedingt abgestellt werden muss? Ja, natürlich muss das abgestellt werden. Das ist eigentlich eine Problem seit ein paar Wochen. In der ganzen Verzahnungsrunde nehmen wir deutlich mehr als in der ganzen übrigen Zeit. Pro Spiel nehmen wir 4-4 Strafen und jeder der Verzahnungsrunde hat gut überzahlt. Inklusive unsere Gegner nächste Woche in der Miesbach und Bad Freiburg. Und wenn wir gewinnen wollen und unter den ersten 2 kommen wollen, ja, das muss unbedingt abgestellt werden. Wirst du reden mit der Mannschaft oder was wirst du machen? Ich würde mit dem reden und das auf Video zeigen, was nötig ist, was nicht nötig ist, weil manchmal ist es ja, die meinen vielleicht, dass sie die 2 Schritte nicht machen können, aber man muss einfach Kopf runter und durch, stattdessen hacken oder eine blöde Entscheidung. Aber wir bringen uns selbst in schwierige Situationen. Wir machen eine schlechte Entscheidung auf der Linie, spielen zurück. Die spielen Konter, dann spielen wir hinter und müssen hacken oder irgend so ein Strafe nehmen. Das ist ja völlig unnötig. Wir müssen ja vorher eine bessere Entscheidung treffen. Und für uns das riesige Problem ist Entscheidungen, was wir ja da machen. Und das werden wir diese Woche schon daran arbeiten. Thomas, du hast keine weiteren Fragen. Ja, dann komme ich noch zum Schluss. Wie gesagt, kommt das Wochenende Freitag Auswärtsspiel in Miesbach. Übrigens, liebe Freunde, es fährt ein Fanbus um 15.45 Uhr ist Abfahrt hier bei der Eissportarena. Die Fahrtkosten liegen bei 20 Euro. Es wäre schön, wenn der eine oder andere sich vielleicht noch über Facebook anmelden würde, dass wir den Bus vollkriegen und unsere Jungs in Miesbach unterstützen können, dann am Freitag, am Sonntag, also heute in einer Woche, zum 6. Mal Waldkreiburg irgendwie, wird es vielleicht auch eine Plage, ich weiß es auch nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, weil ich denke, dass es richtig Lust macht für die Mannschaft. 2 verloren in dieser Runde gegen die 2 Mannschaften und da muss man doch richtig Lust haben, jetzt am Wochenende gegen beide Teams zu spielen und natürlich die Punkte zurückzuholen, oder Dustin? Ja, natürlich. Alles liegt in unserer Hand. Wir können schon unsere Position kontrollieren, aber müssen natürlich beide Spiele gewinnen. Erstmal konzentrieren wir uns auf Miesbach, diese Woche konzentrieren. Wir kennen schon Waldkreiburg ziemlich gut, wie du schon gerade gesagt hast, 16 Mal. Aber erstmal Miesbach, hoffentlich 3 Punkte holen und dann schauen wir am Sonntag, was da rauskommt. Ich hoffe, es sind einige mit dabei in Miesbach und unterstützen unser Team. Jetzt kommen wir zu unserem Fanclub. Den Bodensee-Fighters, der David hat auch noch vielleicht eine Frage. Als erstes mal, ich hoffe, dass dem Spieler von Uchloe gut geht und wünsche ihm alles Gute, auch von der Fanbase her. Die haben auch alle geklatscht, wo er vom Eis getragen wurde. War unglücklich. Das denn an dich, wir können jetzt ja mittlerweile über das Viertelfinale reden. Wer wäre dein Wunschgegner?
Die andere Seite können wir überhaupt nicht kontrollieren. Wir kontrollieren nur unsere Sachen. Ich kenne mich die andere Seite auch überhaupt nicht aus. Ich habe niemals Dorfen gesehen oder Memmingen beim Spielen gesehen. Ihr könnt keine bescheidene Aussage da machen. Aber wer kommt, kommt und wir würden uns darauf arbeiten das, und Video da anschauen und so weiter. Aber das kommt erst in 2 Wochen. Wir haben eine große Wochenende vor uns und wir wollen nicht zu weit vorne denken. Erstmal Freitag, dann schauen wir rein. Vielen Dank und damit lassen wir es auch gut sein. Danke fürs Vorbeischauen, danke fürs Kommen natürlich ins Stadion. Geht wieder raus, erzählt Gutes über die EV Lindau Islanders, dass wir nächsten Sonntag entsprechend viel Publikum hier haben bei dem doch so wichtigen Spiel gegen Waldkraiburg, wenn es auch zum 6. Mal ist. Ansonsten eine schöne Woche, schön, dass ihr da wart. Servus.